hallo, da bin ich wieder. Die vorige Folge war ja nur 17 Minuten lang. Ich werde aber die Folgen jetzt nicht zusammenlegen. Das passt in mein Zeitfenster für... Da sollten wir auch mal hinlatschen. Ich sage jetzt mal, das passt. Aua. Mach so weiter und ich werde dich. Also das passt. Wie gesagt, das Game ist irgendwie verbuggt in letzter Zeit. Was hier eigentlich? Okay. Ich habe doch eigentlich gar nichts gemacht, ja? Also, ich verstehe es nicht. Beschäftigt ihn. Oh, klar, beide, ne? Auf einmal. Sonst greift... Und dann greift wieder keiner an, ne? So, nehme ich meine Waffe weg. Waffe sind ja... So. Aua. So, ein bisschen was essen. Oder in dem Fall ist es ja Medizin. Ah, na komm schon. Aua. Ob es der mal herschlägt, ja, das ist ja. So, ja, jetzt haben wir so eine Waffe. Oh, das muss so schmerzhaft sein. Ja, und... Oh. Geld abgeknüpft. Gefällt mir auch ganz toll. Also ganz gut, nicht ganz toll, ganz gut. Nee, also das machen wir jetzt nicht. Haben wir jetzt eh schon genug. Also wir haben jetzt eh schon ein paar gemacht. Oder soll ich die eine noch machen? Nee. Also, es bleiben mir eh ein Haufen über. Vielleicht sollte ich die einfach alle machen. Also, immer zwischen den Missionen, ne? Also, das wäre wahrscheinlich das Sinnvollste. Aber da ich auch im Solo-Spiel sowas nie gemacht habe. Sei doch einfach still. Wirklich. Ja, vorher habe ich auch gesehen, wo mir noch Glyphen fehlen, nicht füllen, sondern fehlen, beziehungsweise wo man halt bestimmte Charakter sich anschauen kann oder auch welche Codex-Seiten noch fehlen. Ich meine, das geht natürlich schneller, wenn man auf den Landkarten einfach nachsieht. Aber ja. Okay. Karte ist aktualisiert. Ja. Dann würde ich sagen, auf zu Leonardo. Den geben wir ein paar Sachen. Aua. So, warte. Einmal noch kurz vorher zu dem Doktore. Ach Gott. So. Einmal heilen. Einmal vollkaufen. Jetzt solltet ihr euch besser fühlen. So, dann einmal zu... dem hier ein bisschen bestechen. Ja, hallo, hallo, yes. Gut. So, dann einmal hier. Lala. So, dann den Zettel abreißen und wir sind schon wieder. Der Strafkatalog für Hucher und unlautere Geschäfte in Venedig wurde überarbeitet. So, ja, mit diesen, also die Klingen sind ja schon sehr imber. So. Ich bin mir auch noch überlegen, also wenn wir zu Bound by Flame heißt, ist ja gebunden an eine Flamme, so in diese Richtung. Also bin ich ja am überlegen, ob ich das Game mit dem Controller zocken soll. Aber ich dachte mir schon, wenn ich einen neuen PC habe und ich ja eigentlich ein leidenschaftlicher PC-Spieler bin und das auch schon immer war, dann ist es vielleicht sinnvoller, wenn ich das Ganze mit dem PC, also mit den Tasten spiele. Das zweite Game, das habe ich euch noch gar nicht gesagt, was es ist. Das ist,
Dishonored? Das ist ja auch schon ein bisschen älter, aber das soll ja angeblich so sein wie Thief, oder Thief soll halt angeblich ein paar Dinge von Dishonored abgeschaut haben, sage ich so, mit diesem Huschen und so. Und also, was ist in euch gefahren? Gar nichts, gar nichts. Und ja. Hat sie ein bisschen angeschaut und ich glaube, das ist ja auch ein ziemlich, also ein Spiel, das mir sicher gefallen wird. Da ich ja solche, überhaupt solche Games ja sowieso sehr gerne mag. So, Leonardo ist hier. Mal sehen, ob er was für uns hat. Oder hier für ihn in dem Fall. Leonardo! Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Natürlich. Und was bekomme ich? Vielleicht einen Gesundheitsbalken? Schwierig. Vielleicht. Ein numerischer Austausch und eine Lautverschiebung. Ein Moment. Das war's. Okay. Ich wollte nichts Böses. Oha. Ein Gesundheitsquadrat gewonnen. Hier gibt es fantastische Metallarbeiten. Hat jemand meinen Das hilft ja, glaube ich, nicht. Oh, ihr seid schnell. War ich zerstreut. Oh, verdammt. Verdammt. Sofort runter hier. Naja, auf zur Mission, hätte ich gesagt. Ist ja nicht mehr so weit weg. Okay, hätte mir aber auch gleich übers Dach. Das ist, glaube ich, eigentlich so verkehrt. Da muss ich rein, also. Okay. Oh, verdammt. Oh, da brauche ich schon zwei, sonst geht das gar nicht. So, einmal hier rein. Und dann wünsche ich euch mal viel Spaß bei einer Sequenz. Ich hoffe, dass halt eine Sequenz kommt, sage ich jetzt mal. Hahaha, da seid ihr ja. Kommt, Ezio. Ich möchte euch einen Geschäftspartner vorstellen. Agostino Barbarigo. Zukünftiger Doge von Venedig. Dank euch. Eine große Ehre, eure Bekanntschaft zu machen, Doge. Der Verlust eures Bruders tut mir leid. Er ist selbst schuld. Er wurde von den Borgia gekauft und bezahlt. Ein Fehler, den ich sicher nicht machen werde. Kommt, Ezio. Wir haben viel zu bereden. Wir haben Silvio Barbarigo gefunden. Er floh ins Arsenale. Ha! Floh! Er hat es besetzt. Mit 200 Söldnern an seiner Seite. Ihr seid der Doge. Könnt ihr ihnen nicht befehlen, aufzugeben? Das Kollegium der 41 muss meinen Aufstieg erst noch bestätigen. Und der Streit mit Silvio hat die ganze Sache nur noch schlimmer gemacht. Er hat den Befehl über eine ganze Armee. Dann helft mir, meine eigene aufzubauen. Ich dachte mir, dass ihr das sagt. Bartolomeo Dalviano ist der Mann, den ihr sucht. Er und seine Männer hassen Silvio. Er wohnt mitten im Militärbezirk, südwestlich des Arsenale. Va bene. Ich gehe und suche ihn. Okay, sehr schön. Interessant ist halt, dass diese Duschen alle so alt sind, aber... Ja... Agostino Barbarigo, Geburtsjahr 1420, Beruf Doge von Venedig. Agostino Barbarigo war Doge von Venedig von 1486 bis zu seinem Tod im Jahre 1501. Er half bei der Bildung einer Koalition, die Karl dem 8. von Frankreich aus Italien verbannen und dabei... Gebiet im italienischen Mutterland gewinnen sollte. Es hat jedoch den Anschein, dass venezianische Dogen keine Gebiete gewinnen können, ohne sie an anderer Stelle wieder zu verlieren. Venedig begann im Jahre 1499 einen Krieg mit den Türken, der zu der verheerten Seeschlacht von Zonchio führte, in der die venezianische Flotte vernichtet wurde. Die Türken nutzten die Niederlage und eroberten Lepanto, Modona und Corone. Alles Anlaufpunkte auf dem Weg in den Orient. Agostino starb als herbe Enttäuschung für Venedig. Darüber hinaus wurde er nach seinem Tod beschuldigt, Weinflaschen, die er geschenkt bekommen hat, anschließend wieder steuerfrei verkauft zu haben, und zwar unter den Treppen des Gefängnisses, so heißt es, von den Inquisitoren des Großen Rates. Das nenne ich mal einen Anführer. Wenn du deine Gebiete schon nicht halten kannst, halt wenigstens deine Gefangenen bei Laune. Ja, sehe ich auch so. Silvio Barbarigo. Aufgezogen von reichen Händlern, kam Silvio in Kontakt mit der Politik, als sein Vater aus dem Familienerbe ausgeschlossen wurde.
Seitdem arbeitete Silvio für seinen Onkel, den Mörder seines Vaters. Er war anscheinend sehr überzeugend. Schnell wurde er zum Berater seines Onkels und bewies seinen Wert durch die Entdeckung einer Verschwörung der Soranzo gegen die Barbarigo. Das wird dir gefallen. Bevor der Plan ausgeführt wird, gibt Silvio ein Osterfest und lädt die Soranzo ein. Im Hof gibt es ein Schauspiel für die Kinder. Derweil eskortiert Silvio die Eltern auf das Dach. Er prostet der Familie zu und gibt dann den Bogenschützen in den Hoffenstern ein Signal. Die Soranzo haben nie wieder etwas gegen die Barbarigo unternommen. 10 Jahre später lebt Silvio im luxuriösen Palazzo seines Onkels in Venedig. Den Geschichtsbüchern nach starb sein Onkel im Schlaf. Genau. So sieht er mir natürlich aus. So, jetzt aber. So, wo müssen wir hin? Ah, wir haben eine neue Nebenquest. Ah, ein Rennen. Also, das ist ja, das wäre ja mal was ganz was Neues. Ich würde sagen, ein Rennen, das gönnen wir uns, oder? Ja, das... So, ja, wir haben einen neuen Dogen. Auch ein Barbarigo, aber ein netter. Oder vielleicht netterer. Bisschen unfähig, laut den Geschichts... Also, laut diesen Fakten. Aber er hat wenigstens den Gefangenen ein bisschen Wein gebracht, ne? Wieso nicht? Wenn ich den Wein nicht selber trinke, dann schenke ich ihn halt oder verkaufe ihn halt an die Gefangenen. Das ist ja... Ist ja ganz... Okay. Ich würde jetzt eine Umfrage starten, ob ihr... Ich habe, glaube ich, erst 2 solche herausragenden Persönlichkeiten. In dem Fall jetzt... Also den letzten, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Und... ja, ich habe halt erst bei 2 herausragenden Persönlichkeiten das abspielen lassen. Es gibt ja die Möglichkeit, sich verschiedene Personen anzusehen. Und da kann ich, wenn Interesse besteht, also die Umfrage ist jetzt ein wenig spät, ja, aber da kann ich, wenn Interesse besteht, nochmal eine Folge darin investieren, eben diese... Eben so etwas in der Richtung, ja. Dass man halt sämtliche Sachen sieht, also sämtliche Leute kennenlernt und so weiter. Ich hörte, dass ihr schnell seid. Ich auch. Würdet ihr mir ein kleines Rennen gewähren? Eile, wie schnell seid ihr, Assassine? Mal sehen, ob ihr meine Bestzeit schlagen könnt. Von Zusammenstößen und Todesfällen im Canal Grande wurde eine Verfügung erlassen, exzessives Trinken. Ja, also wie gesagt, ich kann's machen. Wer es haben möchte, gerne. Ja. Ansonsten muss ich halt, also sonst mache ich es halt nicht. Ja, es ist, wie gesagt, jetzt schon ziemlich spät, was das angeht. Weil ja das Let's Play an sich beinahe vorbei ist. Das dauert noch. Aber es sind nicht mehr viele. Es sind, glaube ich, nur noch Danzimos, Silvatio oder Solvatio oder wie auch immer der heißt. Oh. Und ja, sonst eigentlich nur mehr der letzte, ne? Typ von den Borgias, ne? Spanier halt in dem Fall. Passt ja auch zu den Borgias. Da gibt es ja auch eine Sendung. Habe ich nie gesehen. Will ich mir auch nicht ansehen, ganz ehrlich. Interessiert mich dann nicht so wirklich. Ja, 10 Punkte noch. Sollte sich ausgehen eigentlich. Bin da ganz zuversichtlich. Ist halt ein bisschen etwas Eigenes, hier entlang zu laufen.
Aber ich glaube, es geht sich aus. Ich hoffe es. Ja. Ah, bei uns geht schon wieder der Wind so extrem. Das ist echt heftig. Irgendwo in meiner Nähe waren es irgendwo 130 oder so. Kmh, Windgeschwindigkeiten. Ich meine, es macht jetzt. Bei uns sind es nicht ganz so viele, aber es ist schon sehr lautstark hier. Ich höre es sogar durch das Headset. Also entweder das Headset einfach schlecht oder halt der Wind ist wirklich so laut. Ah ja, ich freue mich schon, wenn man in die Bäume rein kann. Ja, das hätten wir geschafft. Ja, wisst ihr was? Ich werde jetzt einfach mal in meine Villa mich hinteleportieren. Und da werden wir mal sehen, was es da alles noch zum Freischalten gibt. Da gibt es ja noch einen Haufen Sachen. Beziehungsweise gibt es ja noch ein paar Sachen zu machen. Es gibt ja hier in dieser Stadt Statuen. Die kann man irgendwo hinpflanzen. Wenn man die findet, kann man sie irgendwo hinpflanzen und dann findet man irgendwas Spezielles. Ja. Die muss man halt mal finden. Sag ich jetzt mal. So, wir gehen jetzt mal hier rein. Und nehmen uns mal die Einkünfte raus. Und ja, dann würde ich sagen, gleich mal zu dem netten Herrn hier. Buongiorno. Und schauen, was uns. Salute, Saezio. Ja, sollen wir uns die Liste anschauen? Ja, bitte. Ich warte schon drauf. Meine Zuschauer werden schon ganz ungeduldig. Also, die Stadt gehört ja fast ausgebaut, ja. Also, eigentlich gehört ja mal auf jeden Fall ein Brunnen. Das ist ja mal, das muss ja mal sein. Eine Diebesgilde, eine Kirche, wir haben ein Bordell. Ja, eine Kirche haben wir, eine Mine. Ich würde sagen, wir bauen noch die Mine aus. Wie kostet das? 3000, Militärkaserne auch kein Problem. Diebesgilde. Ach, bitte, das ist ja nicht viel, was es kostet. Der Schneider. Ja. Arzt. Also, der Schneider kostet ein Tausender, was ich, glaube ich, gesehen habe. 2500 ist auch jetzt nicht die Welt. Und wer dann mal auf Platz 2. Der kostet 3000, das habe ich auch noch gerade bei der Hand. Die Bank kostet 9000, ja, den Kunsthändler, ne, wieso nicht? Aber gleich auf 5000 pushen. Dann fehlt überall noch etwas. Mal kurz zusammenrechnen, 5000, 10.000, 22.000, 31 und 8 sind dann 39.000 oder sowas in der Richtung. Buon viaggio! Ja, den Wert der Stadt haben wir jetzt mal ordentlich gesteigert. Es aktualisiert sich auch die Villa. Also es wird dann ja auch die Villa schöner. So, einmal hier die Federn ablegen. Ja, wir hatten um 70 gesteigert. Ich weiß nicht, wie viele Federn. Ah, 23 von 100. Naja, bitte. So, ich mache jetzt hier noch ein bisschen in der Stadt was. Ja, die Villa wird dann immer schöner. So, jetzt kann ich euch ja mal was zeigen, was ich vorher mal gefunden habe. In der Datenbank kann ich ja die Orte ansehen. Ja, und da sieht man hier oben, was einem hier noch fehlt. Also hier haben wir prinzipiell alles bis auf die zwei Gebäude. Aber die sind ja im Prinzip für das hier oben nicht wichtig. In der Toskana jedoch gibt es ein Gebäude, die Monte Olivito Maggiore. Möglicherweise eine Olivenplantage. Ja, da müssten wir noch die Hilfe suchen. Vielleicht suche ich die mal und ja, die kann ich ja im Nachhinein oder kann ich ja jetzt dann auch gleich suchen eigentlich. Auf jeden Fall als allererstes gehe ich mit meinen 21.000. Hätte ich natürlich noch ein bisschen was aufrüsten können. Aber ist jetzt nicht so tragisch. Ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm.
wenn ich jetzt nicht aufrüste. So, ich weiß ja irgendwo, dass hier Kisten versteckt sind. Au, wir haben schon wieder 6000 in der Truhe. Wahnsinn. Also es sind hier... Bei euch sieht das einfach aus. Ja, ist es ja auch, ne? Ich mache das jeden Tag durchgehend. Ich mache nichts anders. Also ich weiß, dass hier irgendwo Kisten versteckt sind. Etwas? Da ist irgendwo ein Geräusch. Ich höre es zumindest. Ah, es war am Dach. Dann gehen wir mal hier aufs Dach. Wieso nicht? Und jetzt? Ich will es. Also wie gesagt, es gibt hier irgendwo Kisten. Da werde ich... Ah, da oben ist was. Da ist eine Kiste. Da ist auch, glaube ich, eine Statue drinnen. Nö. Da ist eine Statue. Ah, klar. Wer hat euch gelehrt, euch so zu bewegen? Minerva-Statue. Okay, dann war das da drüben sicher auch ein... Oh! Na gut, okay, man kann in die Kirche reingehen, aber... Ah. Da oben ist etwas. Zwei Kisten. Das ist das, was man da draußen hört. Okay. Na, diese Statuen, da kann man irgendeinen Schatz finden, was ich das letzte Mal gelesen habe. Wenn ich so telefoniere, da bekomme ich, also, da sehe ich dann immer ein bisschen nach, was es hier in dieser Stadt so gibt. Ganz vorteilhaft ist für diese Suche nach diesen Statuen und so weiter, beim Kunsthändler, diese Schatzkarte. Die kostet nicht viel. Ja, die Gemälde... Die habe ich bis jetzt nie gekauft. Vergesst nicht, eure Freunde vorbeizuschicken. Jetzt sieht man halt auf der Karte die ganzen Schätze, die es gibt, ja. Und wir haben ja irgendwo eine Mine freigeschaltet. Moment. So, was haben wir hier? Whitehall. Ja, Meistergürtel. Ja, also das sind alles so Sachen, die benutze ich eigentlich gar nicht. Ja, Toskana. Na, ich bleib bei meiner Farbe jetzt. Das ist jetzt zwar nicht das Schönste der Gefühle, aber ist ganz okay. So, wir leihen uns hier mal ein Pferd aus. Und reiten einmal zur Mine. Soweit ich das noch in Erinnerung habe... kann man da in der Mine ein paar Sachen finden, suchen und so weiter. Auch bei dem Haus da vorbeischauen. Ich glaube, da gibt es auch was. Ja, da gibt es eine Feder. So. Da gibt es eine Feder. Und... Ansonsten glaube ich nichts. Also in der Mine gibt es jetzt dann was, aber ist auch eine Kiste. Ah, das ist eine schöne Kiste, da ist was Spezielles. Ja. Was Spezielles. In Anführungszeichen ist da drinnen, also fast nichts. Ja, ich weiß schon wieder, die kann man hinterm Haus, glaube ich, aufstellen, diese Kisten. Also diese. Start. So, ich lasse dich mal hier stehen, Ferti. Ich gehe mal hier in diese Mine.
So, einmal hier entlang. Dann in diese Richtung. Nach hinten springen. Hier hoch. Hier hin. Und hier ist die Mine. Sieh die Sachen von der Mine. Eigentlich so. So, das war's eigentlich. Ja, gibt's hier nicht. Also es ist nur ein bisschen Gold. Ja, Wasser gibt's hier unten. Godzilla oder so wäre doch irgendwas. Wäre doch was Tolles, ne? Nee. Ist jetzt auch der neue Film draußen. Wollte ich mir aber ansehen. Meine Freundin möchte ihn aber gar nicht. Also möchte ihn nicht sehen. Deswegen werde ich mir ihn selber irgendwann ansehen. Ich mag alleine ins Kino gehen, mag ich nicht so. Und. Na, komm her. So. Dann reiten wir wieder zurück in die Stadt. Am besten auch gleich auf diesen Weg. Da findet man auch dann vielleicht neue Sachen, tolle Sachen, keine Ahnung. Ich glaube, dass wir außerhalb der Stadt alle Kästchen gesammelt haben. Ah, nein, nicht wirklich. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob diese Kästchen eine Statue enthalten oder nicht, aber ich glaube fast nicht. Also die Statue muss man dann wirklich selber finden. Wenn ich mich nicht irre. Aber ich glaube, das machen wir dann. Das machen wir dann noch extra mal. Aber wenn ich jetzt glaube ich nur nach Statuensuche gehe und hier ein bisschen herumrenne, laufe, ja. Das wird glaube ich keinem so gefallen. Zumindest. Im jetzigen Zustand. Oder was heißt im jetzigen Zustand? Einfach so halt, ne? Mhm. Hier befindet sich auch eine Kiste anscheinend. Okay. Und aber hier vorne ist auch noch eine Kiste. Hier sind auch noch Kisten. Aber nicht unterhalb, sondern. Aua! Hat nicht wehgetan. Ah, hier ist eine Kiste. Okay, ja, ihr verflucht mich jetzt sicher schon. Ja, egal. Ich lasse jetzt mal, sonst wird's wirklich zu viel. So. Wir wollen genau dahin. Besser geht's ja gar nicht. Und ich würde jetzt mal, ja, reisen wir mal dorthin. Das reicht eigentlich vollkommen. So, ich würde dann mal sagen, das war's dann auch wieder für diese Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss!